Heute zeige ich dir, wie man einen Granatapfel schneidet, öffnet und die ganzen Kerne rausbekommt, ohne dass die eigene Küche aussieht, als hätte man die Katze vom Nachbarn geschlachtet. Ist nämlich alles ganz einfach, wenn man ein paar Tricks kennt. Let's go! Als erstes beginnst du damit, den Granatapfel mal kräftig zu rollen, bis du es knacken hörst. Da lösen sich nämlich schon mal die Kerne im Inneren und das macht es gleich viel einfacher, sie rauszubekommen. Ich weiß, es ist verlockend, aber bitte kauf nicht die Kerne im Supermarkt, die fertig abgepackt sind, denn die sind einmal deutlich, deutlich teurer und auch nicht so frisch, wie wenn du sie selbst aus dem Granatapfel holst. Als nächstes brauchst du eine große Schüssel. Darüber halbierst du dann den Granatapfel und du siehst, da kommt richtig viel Granatapfelsaft rausgeschossen. Den wollen wir natürlich auffangen, denn der ist verdammt lecker. Und dann öffnen wir ihn mal und sehen, wie wunderschön diese Kerne aussehen. So richtig dunkelrot, eine super schöne Farbe. Und jetzt geht es darum, die Kerne rauszubekommen, ohne dass man dieses Fruchtfleisch mit drin hat. Und dafür dreht ihn einfach um, da merkt ihr schon, ein paar fallen so schon raus, und nehmt euch irgendwas Schweres und haut da richtig mit Kraft drauf. Passt auf eure Finger auf an der Stelle, aber solange ihr nur den Granatapfel trefft, purzelt die ganzen Kerne nach und nach raus. Es gibt ziemlich viele verschiedene Varianten, so einen Granatapfel aufzuschneiden und zu entkernen. Vielleicht kennst du ja noch eine andere. Wenn ja, dann schreib mir das gerne mal unten in die Kommentare. Und irgendwann, wenn ihr merkt, da kommt nichts mehr, könnt ihr das Ganze mal umdrehen. Und ihr seht, das Schöne, die Lamellen hängen hier immer noch. Manchmal ist so ein ganz bisschen was Weißes mit dabei. Es sind aber in der Regel nur so 2, 3. Aber alles andere, was hier ansonsten drin ist, sind einfach nur die Kerne und der Saft. Und die sind jetzt richtig lecker. Und wir haben jetzt aus einer Hälfte vom Granatapfel so dermaßen viele Kerne rausgeholt. Mega frisch, mega lecker und auf jeden Fall auch ziemlich günstig.